Ja, voriges Jahr habe ich da meine Premiere als Poetry Slammerin gehabt und heuer habe ich die Ehre, hier meine Premiere als Opferlamm zu haben. Und ich freue mich sehr, einen ganz neuen Text vorzutragen. Den habe ich noch nie irgendwo vorgetragen. Und er ist angelehnt an das Lied Dear Mr. President von Pink und trägt den Titel Liebe Frau Ministerin. Liebe Frau Ministerin, wissen Sie eigentlich, was Ängste sind? Wie es sich anfühlt, als Versuchskaninchen ins kalte Wasser geworfen zu werden, ohne Rücksicht auf Verluste. Wie es sich anfühlt, trotz ehrlicher Beschwerden ignoriert zu werden, obwohl wir alle sehr genau wissen, dass es doch auch anders gehen müsste. Liebe Frau Ministerin, wissen Sie eigentlich, was Ängste sind? Wie es sich anfühlt, in der Ungewissheit zu schweben, nur mehr für die Matura, aber nicht mehr für sich selber zu leben. Wir fühlen uns wie Rhesusaffen des Schulsystems. Getestet und behandelt wie eine Versuchsreihe, bleiben unerhört unsere Aufschreie, aber die Ursache ist doch kein Verständnis, als vielmehr ein Geldproblem. Aber muss man wirklich sparen, wo die Zukunft liegt, wo geistiger Hunger seine Nahrung kriegt und nur weil sich so mancher in Sicherheit wie wird eine Utopie noch immer nicht zu etwas Machbaren. Dann seien Sie doch mal ehrlich, die Gründe für die Zentralmatura sind ganz schön spärlich, denn tausende junge Menschen in einen Topf zu werfen, grenzt an Wahnsinn. Es ist wie der erste Stein, der Beginn einer Einheitsgesellschaft. Ein Gedanke, eine Meinung, eine Prüfung, ein Kreuzchen. Aber tausende junge Menschen. Liebe Frau Ministerin, wissen Sie eigentlich, was Ängste sind? Wie es sich anfühlt, immer sein Bestes zu geben, immer das höchste Ziel anzustreben und zu sehen, es reicht doch nicht, weil deine Gedanken nicht in Kompetenzschienen denken und sich die Antwortmöglichkeiten mal nur auf den Antwortbogen beschränken und nur diese eine Interpretation die richtige sein kann, weil man eben das Wissen zu zentralisieren begann. Ich sag's Ihnen, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich ziemlich Scheibenkleister an. Und trotzdem ist das der Punkt, der am wenigsten Beachtung erfährt, wie wir Schüler uns fühlen, wenn sie unserer Meinung einfach das Klo runterspülen und das nur noch mehr unsere Unverstandenheit nährt. Denn Schulpolitik trifft auch vor allem uns Schüler, also warum geben sie uns nicht ein bisschen mehr Mitspracherecht? Das wäre für den Anfang vielleicht mal gar nicht so schlecht, aber der Anfang ist ja anscheinend eh schon längst vorüber. Und ihre Idee war in manchen Punkten vielleicht ganz gut gemeint, aber bei weitem nicht fertig gedacht. Denn solch eine Veränderung geht nicht von heute auf morgen oder über Nacht, dazu braucht es viel mehr Zeit. Viel mehr als die 2 Jahre und noch viel mehr als die Zeit, die uns jetzt noch bleibt. Liebe Frau Ministerin, wissen Sie eigentlich, was Ängste sind? Wie es sich anfühlt, eine Marionette des Schulsystems zu sein und zu wissen, dass die Frau, die unsere Fäden zieht, selber zugibt, dass sie zurücktritt und flieht, wenn sie diese Fäden reißen sieht. Wir fühlen uns wie bestellt und nicht abgeholt, wie erwünscht, aber doch nicht gewollt. Wir werden mit Einheitsbrei gefüttert, aber sollen Individualität ausschneiden. Wir sollen jede Abnormalität vermeiden, um bloß nicht das Fertigteil Bildungshaus zu erschüttern. Wir sollen immer schlucken, aber bloß nie aufstoßen, obwohl uns die standardisierte, kompetenzorientierte neue Reifeprüfung schon ziemlich im Magen liegt. Aber stattdessen stellt sich einfach das Wurstigkeitsgefühl ein und wir sagen uns, wird schon nicht so schlimm sein. Und der Frust wird wieder klitzeklein und auch der Hass, der schweigt, aber die Angst, die bleibt. Liebe Frau Ministerin, wissen Sie eigentlich, was Verantwortung ist? Ich denke nicht, denn sonst würden Sie doch sicher wissen, dass wir Schüler und Maturanten wie rohe Diamanten sind, denen Sie den Feinschliff verpassen können und der derzeit nach Ihren Wünschen bei jedem gleich aussieht. Aber Sie wissen doch sicher, dass wenn es vom Gleichen eine hohe Stückzahl gibt, die sehr schnell wertlos in der Ecke liegt. Darum sollten Sie sich vielleicht einmal fragen, ob Vergleichbarkeit im Endeffekt wirklich so viel mehr als Einzigartigkeit wiegt. Danke.